galaktische Freude. Was ist galaktische Freude? Nun, so wie galaktische Liebe, galaktische Dankbarkeit oder galaktische Zufriedenheit, ist galaktische Freude für mich bedingungslos, grundlos. Freude hat ja verschiedene Aspekte. Wir können uns auf etwas freuen in der Zukunft, wir können uns an etwas freuen in der Gegenwart oder wir können uns über etwas freuen, was in der Vergangenheit liegt, was eigentlich absurd ist, denn es gibt keine lineare Zeit, aber wir empfinden das einfach so. Also sind verschiedene Zeitangaben bei der Freude. Aber wie wäre es, wenn wir einfach Freude aus der Freude empfinden könnten? Könntest du dir das vorstellen? Also ohne Grund, ohne Ursache, ohne irgendeine Perspektive, die dich in die Freude katapultiert. Wie wäre es, wenn du mal versuchst, Freude wirklich aus sich selbst heraus zu gebären? Das ist zugegebenermaßen nicht leicht, aber es ist möglich. Und diese bedingungslose Freude, einfach Freude, Freude aus sich heraus, Freude aus deinem Herzen, Freude, die dich ganz und gar erfüllt, kannst du, wenn es dir gelingt, sie zu empfinden, auch wirklich mit allen Sinnessystemen wahrnehmen. Du kannst zum Beispiel diese Freude mit einer Farbe assoziieren, vielleicht auch mit einem Klang. Vielleicht hast du einen Geschmack oder einen Geruch zu deiner Freude. Aber jedenfalls auch Körpergefühle. Wie fühlt sich deine Freude, möglichst deine galaktische Freude, an? Warum finde ich das so wichtig, dass du deine Sinnessysteme mit einbeziehst? Nun, je mehr Sinnessysteme du mit einbeziehst, je besser du deine Freude kennenlernst, umso leichter wird es dir gelingen, dich wieder hineinzuversetzen, dir deine Freude also zu vergegenwärtigen. Und nachdem unser Gehirn Abwechslung braucht, auch natürlich in den positiven, sich gut anfühlenden Emotionen, finde ich es gut, wenn wir ein breites Spektrum, eine breite Palette zur Auswahl haben. Also, wie wäre es, wenn du auch deine galaktische Freude in Besitz nehmen würdest? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn es mir gelingt, dich dazu zu motivieren.